Ja, mein Name ist Christian Hemschemeier. Ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Dieses Mal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute so ein bisschen quick and dirty bei Novemberlicht. Genau, ganz kurz noch, gibt immer noch die Liebeship-Extremwoche. Also statt Black Friday, hört sich mal so negativ an. Genau, gibt noch bis Freitagabend so ein 20% Gutschein auf die meisten Leistungen in meinem Store auf liebeschipp.de, Liebeskummer und Programmierung des Beuteschemas, Datingstrategien, andere Hilfen und so weiter und so weiter. Und der Code heißt Selbstliebe übrigens, groß geschrieben. Ja, kann man einfach eingeben beim Kaufvorgang und dann sollte das laufen. Frage von Petruschenka, nenne ich sie mal. Hallo Christian, vielen Dank für die vielen zahlreichen hilfreichen Videos. Einige konnten mir schon die Augen öffnen, doch ich habe immer noch Fragen. Ich habe bereits zwei deiner Kurse gebucht und bin nun dabei, an mir zu arbeiten. Ich habe noch ein paar Fragen vorab. Vielleicht bekomme ich eine Antwort. Seit 1,5 Jahren habe ich Kontakt zu einem Mann, der mir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Als wir uns kennenlernten, sind wir anfangs Feuer und Flamme füreinander gewesen. Zumindest habe ich es so empfunden, denn er kam schon damals bei jedem Treffen zu spät. Ich erinnere mal an mein Video 10 Zeichen, dass du einen Bindungsängstler datest. Also wenn am Anfang schon Standards nicht eingehalten werden und es so kleine Respektlosigkeiten gibt. Ich meine, klar, einmal kann jeder zu spät kommen, aber wenn das ein Muster ist, das wird meistens mehr und nicht weniger. Entschuldigte sich aber immer auf sehr charmante Art und Weise und bestätigte immer wieder, dass er so glücklich sei, mich als Freundin zu haben. Ja, vielleicht nenne ich das Video auch Worte versus Taten. Das ist, Worte sind immer einfach, ne? Aber auch, ich meine, eine ehrliche Entschuldigung ist was Schönes, ne? Aber wenn es ein Muster ist, ich kann immer wieder sagen, wenn einen jemand, weiß ich nicht, 100 Mal am Tag auf den Fuß tritt, das nützt dann irgendwann nicht mehr viel, dass der sich jedes Mal entschuldigt, ne? So, ich konnte ihm nichts übel nehmen und übersah jegliche Grenzüberschreitungen, rosarote Brille. Ja, eigentlich können wir die E-Mails hier beenden, aber gut, lesen wir mal weiter. Das ist, ich sage ja, man sieht das schon häufig am Anfang. Und man sollte insbesondere, wenn man datet und man weiß, man hat so ein Liebeschip auf Partner, die einem vielleicht nicht so gut tun, gucken, ob es am Anfang schon Kritik, Grenzüberschreitungen auf dem dritten Date schon gesagt wird, du, das letzte Kleid hat mir besser gefallen oder ja, oder nicht gezahlt oder gut, ich meine, irgendwann zahlt auch mal die Frau vielleicht, aber von Anfang an irgendwie nicht gezahlt wird oder keine Ahnung, jemand total knauserig ist oder also guckt einfach auf Details, weil gerade so beim, ich weiß nicht, was jetzt Online-Dating ist, hat man oft nicht mehr, ne, als diese Eindrücke. Nach den ersten 4 Treffen wurde der Kontakt dann spürbar spärlicher. Es sollte doch eigentlich die Zeit sein, wo es mehr wird, geiler, toller, cooler. Also das ist, wo man wirklich sagen muss, dass man das nicht wahrnimmt. Da muss man immer wieder überlegen, Mensch, was ist mit mir eigentlich los? Wo erkenne ich, dass ich Leuten hinterherrenne? Hatte ich einen nicht verfügbaren Elternteil? Und so weiter. Weil eigentlich der gesunde Menschenverstand, das wirst du, denke ich, auch sehen, sagt doch, wenn das nach 4 Dates schon spärlicher wird, wo soll das enden? Ne? Und warum jetzt nicht mehr nach 4 Dates? Warum hat man nicht Bock, jede Sekunde miteinander zu bringen, verbringen und Sex zu haben und was auch immer. Er zeigt eine andere Seite an sich. Ja, das ist ja auch immer, wie gesagt, das ist nie so, wenn wir über vielleicht toxische Partner reden, das ist ja nie so, das ist ja gerade das Problem, dass sie nicht immer so sind, wie man sie nicht haben will, sondern diese zwei Gesichter, das wird eigentlich auch immer gesagt, ne? So, plötzlich war das Handy wichtiger, er war genervt von den kleinsten Dingen. Ja, das heißt so ein bisschen, dass du schon ganz frühzeitig hier in den zweite Stufe des vermutlich toxischen Kreislaufs kommst. Nämlich von der Idealisierungsphase, die mit 4 Treffen recht kurz war, bei dir schon, bist du schon in der Kritikphase. So, er rechnete Dinge ab, zum Beispiel sagte er mir, er würde mir das Essen nur bezahlen, wenn ich ihn, weil ich ihn zuvor eingeladen hätte.
Come on, wo sind deine Standards? Echt? Was sagen denn deine Freundinnen dazu? Mensch, also, oder mit Leuten, mit denen du sprichst, vermute ich, die sagen ja alle das Gleiche, dass der, was auch immer er hat, also auf jeden Fall gibt er sich nicht gerade besonders viel Mühe, ne? Sagen wir mal so, gelinde gesagt. Und wir haben gleich schon dieses Element von, was ja so, aus meiner Sicht so das alte Beziehungsmodell ist, ne? Diese transaktionale Beziehung, ne? Ich gebe dir was, dann gibst du mir was. Also das ist ein Stück weit der Beziehung, so ist es ja auch total okay, aber so Liebe sollte doch irgendwie was sein, was man für sich gibt und auch für sich nimmt und nicht, weil es irgendwie, also nur so ein Deal ist alles, ne? Aber das ist eben genau, was in diesen Beziehungen immer ist, dieses, ja, diese bedingte Liebe, ne? Keine unbedingte. Kennst du wahrscheinlich. So, aber was macht man, aber macht man so etwas nicht gern? Ja, klar, und gerade als Mann, außerdem hat er einen Topverdienst. Ja, brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Klar, wenn er jetzt kein Geld hätte, wäre es vielleicht nochmal anders, aber ja. Er fuhr jobbedingt immer für einige Wochen weg. Also es gibt Jobs, die sollte man sich vielleicht überlegen, ob man die datet. Vor allen Dingen, wenn man selber Thema hat mit Verlustangst. Also vielleicht sollte man den Finger lassen von Jobs, die so mit großer Reisetätigkeit einhergehen. Aber muss jeder selber wissen. Während er weg war, war er wie ausgewechselt. Der Kontakt bestand in dieser Zeit aus WhatsApp, den Telefonieren und E-Mails. Er war so aufmerksam, liebevoll und optimistisch, was unsere Beziehung angeht. Ja, das kann ich ja sagen, Worte sind billig. Also er wird das schon so gefühlt haben. Ich glaube nicht, dass er dich da jetzt manipuliert hat, aber das ist natürlich dieses typisch Bindungsängstliche dann in der Entfernung. Da kann man super heiße Sachen schreiben und dann, wenn es aber die Beziehung gelebt werden soll, dann geht es immer nicht, ne? So. In diesem Zeitraum habe ich an unsere Beziehung glauben können und spürte Sicherheit. Es sollte eigentlich genau andersrum sein, dass man die Zeit zusammen total genießt und die Zeit auseinander irgendwie blöd findet. So. Er schrieb mir jeden Tag seitenlange Mails, ja, whatever, und stellte mir Fragen, wie es mir ginge. Es hat mich sehr berührt, ich war sehr glücklich, denn er fühlte so wie ich, ja, über die Distanz, ne? Aber komm, weil wir jetzt zurück, veränderte er sich komplett. Wir sahen uns in den darauffolgenden 6 freien Wochen nur zweimal. Oh, schrecklich. Warum willst du den daten? Warum? Also, ich weiß, das ist, ich meine, das ist letztlich Liebessucht. Ich meine, da macht man die verrücktesten Sachen. Aber wenn jemand also x Wochen weg war und hat dann 6 freie Wochen und er will dich nur zweimal sehen, was schließt du daraus? Entweder er liebt dich nicht, hat Bindungsangst, irgendwas ist mit ihm, dass er nicht bindungsfähig ist, oder hat kein Interesse an dir, alles Negative. Und ich weiß, denke, das ist immer, man muss sich eigentlich überlegen, was sagt der Verstand, ne? Das kann man nicht mit Emotionen rangehen, ne? Weil die laufen hier schon völlig quer, ne? Was sagt dir der Verstand, wenn jemand in 6 Wochen, den du frisch datest, nur zweimal Zeit hat? Und wenn es nur 6 Tage wären, er hätte nur einmal Zeit, würde ich schon sagen. Also, warum, wo sind deine Standards? Warum tust du dir das an? Ich meine, das ist jetzt rhetorische Frage oder also keine kritisierende Frage, es ist einfach, prüfe mal, woher du das kennst, dass du das nochmal also für dich akzeptabel findest. Ne? Er hatte keine Zeit oder reagierte nicht auf meine Nachrichten. Also wenn Leute nicht antworten und keine Zeit haben, um eine Nachricht zu schreiben, das ist genauso mit Weihnachten und Geburtstag, wenn jemand nicht Weihnachten mit einem verbringen will, euren Geburtstag, warum soll man mit dem zusammen sein? Warum? Wofür? Es gibt so viele Männer und Frauen auf der Welt. Gut. Wollte keine Zeit in meinem Urlaub mit mir verbringen. Als ich krank war, kam er mir auch nicht besuchen. Ich würde jetzt gerne mal irgendwas Positives hören. Das sind echt, das ist wirklich ein Red Flag-Parade hier. Er schrieb mir immer jeden Tag, dass er an mich denke und dass er mich so lieb habe. Ja. Macht so gerade das Mindeste, dass du noch an der Stange bleibst. Das macht mich alles fertig, dieses Hin und Her verwirrte mich, aber genauso scheint mich auch anzuziehen. Kann das sein? Wieso versuche ich immer an ihn heranzukommen? Ja, das ist jetzt, dass dein Ego oder dein Kind dich mit dieser Zurückweisung nicht klarkommt. Also letztlich bist du inzwischen jetzt in so einem liebessüchtigen Spirale, auch wenn das vielleicht in vorherigen Beziehungen nicht so war, aber jetzt dieses Hin und Her bringt dich halt da rein. Das ist dieses typische
on-off hin und her, was ich in meinen Kursen ja auch ausführlich beschreibe, warum das süchtig macht. Und ja, genau, du hast ja die Kurse, also du findest da, glaube ich, denke ich, die Antworten. Das wird irgendwas sein, was du kennst, ne? Wie dein Liebeschip programmiert ist, ne? Auf bedingte Zuwendung, dass du Männern hinterherlaufen musst. Und ja, wie gesagt, das muss jetzt auch nicht mehr der Vater gewesen sein, kann auch so andere Sachen, die Mutter, irgendwelche anderen Sachen, dass du nicht die Liebe bekommen hast, die du brauchtest. Aber sag mal, wenn man ein gesundes Grenzsystem hätte, deswegen musst du auch dringend an deinen Grenzen arbeiten, an deinen Standards, dann wird man schon längst sagen, hier, wozu, ne? Und das glaubt, das weißt du auch, ne? Wieso verhält er sich so? Ist das Bindungsangst? Ja, ich denke ja. Oder mangelndes Interesse, ne? Aber es kommt ja jetzt nicht aufs Gleiche raus, in dem Fall hier. Meinst du, er hat Gefühle für mich? Nicht genug, auf jeden Fall. Weil Bindungsangst killt ja auch Emotionen, weil man sich dann diese Nähe nicht ertragen kann. Dann sucht man sich die ganzen kritisierenden Sachen raus, die man kritisieren kann, und dann gehen die Gefühle weg. Oder sie waren von Anfang an nicht da, und du bist sozusagen, ja, wie soll ich mal sagen, die irgendeine Frau auf seiner Liste. Also ich weiß es nicht, ne? Aber letztlich, dass es nichts Positives ist, was er macht, das weißt du, glaube ich. Ich habe seitdem mehrmals mit dem Kontakt abgebrochen, doch er meldet sich nach einiger Zeit immer wieder, weil das zwischen uns etwas Besonderes für ihn sei und er mich nicht verlieren möchte. Und ich gebe ihm die Chance. Da kommen wir doch so langsam jetzt in so ein paar koabhängige Verhaltensweisen, ne? Du willst ihn retten, du möchtest immer wieder, dass es immer wieder dieses 100 Chancen geben, aber es wird nicht anders werden, ne? Weil es sei denn, er wird sagen, oh Mann, ich habe irgendwie ein totales Bindungsthema, können wir da ein bisschen zusammen dran arbeiten, kannst du mir da helfen, das tut mir echt leid und ich weiß, dass ich so bin, ich tue dir bestimmt weh, aber da höre ich nichts von, ne? Wo ist das Besondere hier? Also ich höre wirklich nur eine wirklich sehr schmerzhafte Dating-Geschichte, ja. Aber sein Verhalten ändert er dann doch wieder nicht. Ja, damit ist es leere Versprechungen, Future Faking, und leider toxisch dann, ne? Und auch irgendwo ein bisschen manipulativ, egal ob er das extra macht oder nicht. Über Gefühle kann ich mit ihm nicht reden, da er dann genervt reagiert und ablenkt. Nächste riesenrote Flagge. Wenn man da nicht mal, also man kann sicherlich so einige Unterschiede in Bindungsangst und Verlustangst, oder auch einige, kann man wirklich ausgleichen, wenn man da vernünftig drüber reden kann. Aber wenn einer das ablehnt, da fehlt dir jedes Tool, diese Situation zu handeln. Du zahlst nur drauf, weil derjenige, der weniger will, setzt sich letztlich immer durch und bekommt seine Bedürfnisse erfüllt, die in diesem Fall scheinbar relativ wenig sind und nur so Nebenleistungen von Beziehungen. Und, aber du bekommst deine überhaupt nicht gefüllt und du leidest, ne? Willst du das? So, ich konnte ihn vor kurzem besuchen. Also, hast du nicht was Besseres verdient, echt, dass sich jemand wirklich richtig Mühe gibt, dich zu sehen? Irgendwie nicht, dass du ihn, dass er so gnädigerweise dir eine Audienz gibt, irgendwie. Ich glaube, weil ich mal, nicht, dass du nicht meinst, dass einer von den 4 Milliarden Männern, die es gibt, dass der dich besser behandelt irgendwie oder liebevoller oder dich besser datet oder wie auch immer du es nennen willst. Das Treffen ging von mir aus. Lauf nie jemand hinterher, der mal wegläuft. Er begrüßte mich in, gut, jetzt kommt Beschreibung der Kleidung, die ja nicht sehr datinggerecht ist und hatte auch sonst nichts vorbereitet. Zudem behandelte er mich die ganze Zeit respektlos, stellte Anforderungen, machte mir Vorwürfe, dass ich den Kontakt abgebrochen habe. Ich wäre ein undankbarer Mensch. Immerhin habe er ein paar Euro fürs Essen ausgegeben. Come on, ey, echt? Und noch so viel mehr. Ich war einfach nur verletzt und verstehe das nicht. Was gibt's da zu verstehen? Also dieser Versuch, das zu verstehen, hält dann letztlich so in diesem Loop, ne? Es reicht doch, dass es dir nicht gut tut, dass er nicht dir nicht das geben kann, was du suchst, dass du das trotz mehrerer Anläufe, das zu verändern, er nicht das verändern möchte. Er hält sein Wort nicht, du kannst mit ihm nicht reden, macht kaum Anstalten, dich zu sehen. Warum willst du den daten? Warum? So. Wie kann ein Mensch auf der einen Seite so offen und liebevoll sein, zum Beispiel die Nachrichten früher zu seinen Kollegen und Familie und auf der anderen Seite so abwertend? Tja,
Das fragen sich, glaube ich, ganz viele Menschen in diesem Kanal, warum andere so sein können. Sie sind halt so, ne? Das ist deren Charakter. Und ich kann immer wieder sagen, Toxik ist so die gleichzeitige Anwesenheit von Wärme und Kälte oder positiven und negativen Sachen im ganz kurzen Abstand oder fast gleichzeitig. Das macht einen fertig. Also es wäre wirklich einfacher, er wird sich konsequent kühl verhalten oder eben konsequent warm, was ich dir eigentlich empfehlen würde zu daten. Aber es ist so, wie es ist, ne? Und wenn du versuchst, das zu ändern oder zu verstehen oder ihn zu retten, was vielleicht ein altes Programm ist von dir, das wird es dir damit nicht besser gehen, ne? Und es wirst nichts erreichen. Und ich verstehe mich nicht, wieso ich so jemanden so reizvoll finden kann. Ja, das musst du halt herausfinden. Wie ist das bei ihm einzuordnen? Ist er nur Bindungsängstler, sondern auch Narzisst? Ja. Also, das steht mir jetzt nicht zu, das zu diagnostizieren über die Ferne, aber das ist. Wie soll ich mal sagen, nichts ist, was dir gut tut. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig dann, ne? So, ich habe mich zwischenzeitlich, jetzt kommt ein Name einer, weiß ich nicht, Beraterin, weiß nicht, wer das ist, sagt den Namen mal nicht, inspirieren lassen, die meint, man könnte dem Partner die Bindungsangst nehmen. Nee, du kannst jemand anders das nicht nehmen. Das ist ein Riesenirrtum, den meiner Ansicht nach fälschlicherweise verbreitet wird. Man kann sicherlich mit jemandem dran arbeiten, der das will. Und wenn diese Unterschiede nicht zu groß sind, ne, im Bindungsmuster, ne, absolut. Aber wenn jemand da gar kein Interesse dran hat und er sagt ja auch nicht, dass er bindungsängstlich ist, ne, also ich höre das hier nirgendwo, dass er da irgendeine Einsicht hat, der macht einfach sein Ding und du kannst nicht jemand anders die Störung nehmen, ne, oder was auch immer, sieht das ja gar nicht als Störung. Das ist co-abhängig, ne, arbeite, also. Versenk die Energie in dir, ne? Nicht in deinem Partner. Und nimm dir dieses Bindungsmuster, würde ich sagen. Seitdem habe ich mich verbogen. Ja. Habe über vieles hinweggesehen und meine Bedürfnisse hinten angestellt. Da sind wir voll im Pluspol-Bereich. Nur um bei ihm keinen Druck auszulösen. Das ist ja auch, was man immer so liest. Ich meine, klar, wenn man in einer einigermaßen gesunden Beziehung ist klar, dann versucht man sich ein bisschen anzupassen. Dann macht der eine vielleicht der Pluspol ein bisschen weniger Druck, der Minuspol macht ein bisschen mehr und man spricht sich da ab. Klar, aber so hier an dem Punkt funktioniert das nicht, weil das führt nur letztlich dazu, dass du dich immer mehr verbiegst. Und bei ihm wird sich trotzdem nicht ändern, ne? Vielleicht schreibt er einmal eine SMS mehr oder ihr seht euch einmal mehr, aber das war's dann auch. Du hast mir das auch nichts gebracht. Naja, okay, wir sehen uns jetzt fast ein Jahr, da von ihm keine Vorschläge kamen. Wir sahen uns fast ein Jahr. Nee, wir sahen uns fast ein Jahr nicht, da von ihm keine Vorschläge kamen. Mensch! Mann! Echt? Es wird irre viele Männer geben, die sich freuen, dich zu sehen. Und versuchst ja den Kopf, den Schalter mal zu finden und dran zu arbeiten. Also, das ist garantiert ein inneres Kind. Also, ich weiß, das ist. Man sieht da manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht und ist da wie vernagelt irgendwie, ne? Aber du musst da aus dem Kontakt raus, also meine ich wirklich. Ich glaube, das wird ja vorher wird's dir nicht besser gehen, ne? Mittlerweile geht es mir wirklich schlecht. Ich fühle mich betrogen, müde. Naja, er ist ja schon, sagt ja schon, was Phase ist eigentlich, ne? Ich gebe mir auf die Schulden, habe mittlerweile Angst, auf andere Männer zuzugehen, da ich sehr misstrauisch geworden bin. Deswegen soll man nicht so lange drin bleiben in solchen Beziehungen, weil man selber bindungsängstlich wird. Ich weiß nicht so wirklich weiter, wie ich ihn aus meinem Kopf bekommen kann. Ja, ich hoffe, du hast das Liebeskummerpaket, aber wie gesagt, also könnte auch sein, dass du persönliche Hilfe brauchst. Also manchmal schafft man das alleine einfach nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen hier. Kann jetzt nur so ein bisschen Feedback geben, die Zusammenhänge geben und ich weiß, das kann irre schwer sein und auch für die Umwelt völlig unverständlich. Ich weiß. Dass das, ja, also einfach das auch aussieht vom Außen, so schwer kann das sein, irgendwie das umzusetzen. Ich hoffe, ich kann dich so ein bisschen aufrütteln hier liebevoll, irgendwie da mal zu gucken. Aber ich weiß, man ist halt da manchmal eine völlige, weiß nicht, rosarote Sichtweise auf die Welt und eigentlich ist es alles andere als rosa, ne? So, aber ich werde deine Kurse machen und an mir arbeiten. Nur komisch, dass meine 7-jährige Beziehung vor ihm ganz anders ablief. Ja, also meiner Ansicht nach gehören immer zwei, dass sowas entsteht wie hier. Es gehört jemand, der da vielleicht nicht unbedingt in jeder Beziehung sozusagen eine Anlage hat für Pluspol-Co-abhängiges Verhalten.
Rettersyndrom, jemand retten wollen, jemand hinterherlaufen, auch unter Umständen eigene Bindungsangst, irgendwie nicht, würde ich mal sagen, sehen zu müssen oder weil wenn man jemanden datet, der selber bindungsängstlich ist, muss man sich selber auch nicht mit vielleicht Angst vor Intimität und Nähe auseinandersetzen. Weiß ich nicht, ob das bei dir ein Thema ist. Und es gehört aber auch einer dazu, der sich eben so hin, her verhält. Das eine verspricht, das andere tut, abtropfen lässt, nicht antwortet. Das macht einen eben auch ganz wuschig. Das würde auch jemand wuschig machen, der vielleicht ein gesundes Beziehungsmuster hat. Nur der wird sich vielleicht, aber bin ich mir manchmal auch nicht so sicher, vielleicht ein bisschen früher rausziehen oder hoffe ich zumindest. Aber schreib dir mal deine Standards auf, was eine Beziehung ausmacht und dann guck mal, ob das hier gegeben ist. Und ich bin ja immer der Meinung, Standards höher als ein bestimmter Partner, ne? Wenn Standards verletzt werden und das nicht aufhört und man das anspricht, dann, wie gesagt, habe ich das neulich von Steffi Stahl gehört, dann ist die Lösung manchmal die Lösung. Echt gut. Oder oft die Lösung. Gut. Ich kann da keine Muster und Zusammenhänge erkennen. Ich verstehe mich selbst nicht, was ich an diesem Verhalten reizvoll finde. Also ich denke, hoffe, dass du deinem Kursprogramm da mit den Tools da weiterhelfen kann. Ansonsten genau musst du da, wenn du da nicht rauskommst und dir schlecht geht, musst du dir vielleicht wirklich auch persönliche Hilfe holen. Gut. Ich hoffe, der Text war nicht zu lang und vielleicht bekomme ich ja eine Antwort und eine mögliche Erklärung, wieso er so handelt. Ja, also er will nicht anders oder er kann nicht anders, das kann man immer nicht so richtig sagen. Ich denke mal, jetzt will er nicht anders und am Anfang kann er wahrscheinlich anders, aber es spielt keine Rolle. Ne? Es ist so, wie er ist. Das ist sein Charakter, du wirst ihn nicht ändern. Und ich vermute mal, dass er andere Frauen auch so behandeln. Vielleicht gibt es ja auch einen Grund, dass er diesen Beruf hat, den er hat. Der ja auch hier so ein Beruf ist, wo man mal hier, mal da ist. Das ist ja auch was vielleicht seinem, so wie er ist, auch ganz angemessen ist. Aber wie gesagt, das bringt nichts darauf rumzuhacken, wie er ist. Oder dass er dich respektlos behandelt, das mache alles sein. Aber was ist mit dir, ne? Was ist mit dir? Denkst du, dass du nichts Besseres verdient hast? Denkst du, dass das ist, was das Leben dir zu bieten hat. Und wenn du das denkst, dann hinterfrag das mal, ob du nicht, du nicht bestimmt ein toller Mensch bist, der auch eine tolle Beziehung haben kann. Oder wenn nicht, das nicht ein tolles Single-Leben. Ne? Gut. Genau. Wenn ihr noch das Bootcamp ist, dann noch bis Ende November reduziert, wollte ich nochmal sagen. Es sind nur noch ein paar Tage. Gibt auch schon ein paar Anmeldungen. Und also in Hamburg, Februar, Liebeschip intensiv, auch ganz viel Selbstliebe, dann schaut da mal rein und wir werden uns bald wiedersehen.